Ich bin der René, ich bin 21 Jahre alt und beziehe aktuell Hartz IV vom Jobcenter und habe im Monat 360 Euro zum Leben. Ich bin die Lea, bin 18 Jahre alt und lebe von 220 Euro, die der Papa mir monatlich an Unterhalt zahlen tut. Wir finden, dass sich Arbeiten für Mindestlohn nicht lohnt und wir können es auch auf anderen Wegen finanzieren. Du Arsch. Also ich tue immer spülen. René hilft mir auch mal aufräumen. Aber so das meiste mache ich jetzt. Das ist eigentlich so. Eigentlich von Anfang an ist das sein Standard, dass ich spülen tue, weil er mag es einfach nicht. Ich selber denke schon, dass ich mehr machen könnte. Dass ich schon ein bisschen faul bin, also weiß ich auch. Ein, zwei Personen gibt's, die das auch sagen. Was gefällt denn dir denn so am Nicht-Arbeiten, sag ich jetzt mal? Gefallen tut mir eigentlich nichts dran. Was macht's dir bequemer? Inwiefern bequemer? Weil ich meine, sonst könntest du ja arbeiten gehen, sag ich jetzt mal so. Keine Ahnung. Das muss einen Grund geben. Ja, sag ich jetzt mal, morgen bewerbe ich mich, morgen. Das ist so mein Problem. Das geht dann meinen Arsch nicht wirklich hoch. Ich habe den großen Fernseher, er den kleinen. Dafür denkt er, mein Fernseher hängt nach. Der hängt auch. Nein, tut er nicht. Doch, hängt er. Nein. Ach, deine Augen hängen. Was spielst du? Fortnite. Was macht ihr sonst so den ganzen lieben langen Tag? Es ist unterschiedlich, was wir machen. Ich aufräumen, spülen, Essen machen. Aua, ich werde angeschossen. Hä, aber von wo? Hier oben am Berg. Steht da oben irgendwo? Also jetzt ein Job mit einer 40-Stunden-Woche, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie das Leben in 10, 20 Jahren aussieht. Vielleicht arbeite ich da sogar 50-Stunden-Woche, keine Ahnung. Aber momentan würde ich einfach sagen, ich packe diese 40-Stunden-Woche nicht. Warum nicht? Einfach von der Kraft her. Meine Einstellung zu Menschen, die viel arbeiten, ist, sag ich mal, nicht so gut. Wo ich kleiner war, war mein Vater fast nur arbeiten. Ich habe ihn kaum gesehen und ich mag sowas einfach nicht, wie man, sag mal, den Körper kaputt macht mit Arbeiten. Allzu früh stehen wir jetzt nicht auf. So spätestens 10, 11 stehe ich meistens auf. Aber sonst keine Ahnung. Ich gehe nicht arbeiten. Ich sag mir, für Mindestlohn lohnt sich das nicht. Wenn ich jetzt gucke, ich bekomme fast 900 Euro vom Amt. Wenn ich irgendeine Nachzahlung habe mit Strom, Wasser oder sonstiges, bekomme ich das vom Amt bezahlt. Muss nichts zurückgeben. Ich bekomme die GEZ bezahlt, brauche ich damit rumschlagen. Ja, also wenn man es so will, habe ich ja fast so viel wie einer, der für Mindestlohn arbeiten geht. Wieso soll ich morgens um 6 oder 7 aufstehen, arbeiten gehen und abends nach Hause kommen, wenn ich genauso gut aufschlafen kann und genauso viel habe wie der ich kaputt mache? Das macht keinen Sinn. Da schlafe ich lieber aus und habe meine Ruhe. Ich habe keine Mats mehr. Egal. Direkt bereit? Ja. Siehst du, bei Marvin kriegen wir die Schlechteren. Hab ich doch gesagt. Einmal auf mich hören. Ja.
Also im letzten Jahr haben wir für Spiele und Spielkonsolen und so weiter doch ja über 600, 700 Euro. Ich glaube sogar vierstellig. Weil letztes Jahr habe ich mir hier die PlayStation neu geholt, weil meine kaputt gegangen ist. Nee, meine ist nicht kaputt gegangen. Was haben meine jetzt PlayStation? Du wolltest einfach nur eine goldene haben. Achso, ja, stimmt. Ich glaube, das war im Januar, wo wir uns die Couch bestellt haben. Die hat allein 400, 500 Euro gekostet. Dann das Tellerset für 80 Euro. Das haben wir René seiner Mutter auch noch mal geholt. Das sind ja dann auch schon ein bisschen was. Mit dem Regelsatz vom Amt kommen wir nicht über die Runden. Weil wir allein schon für Essen und Trinken ganz normal zwischen pauschal 400 und 600 Euro im Monat ausgeben. Und aber dafür haben wir andere Wege gefunden, uns zu finanzieren. Bekomme ich die bezahlt? Wie viel Kaltmiete darf ich haben? 350. Wo ist überhaupt die Bach? Die Bach am Haag ist das? Lorbach raus. Nö, da würde ich nicht hin. Wir suchen halt noch so eine Wohnung für mich, dass ich da einfach, sag mal, gemeldet bin, dass ich da einfach einen Wohnsitz habe, wo ich dann halt auch ganz normal meine Post hinbekomme und alles und bekomme mein Hartz IV. Ah, du wohnst hier? Inoffiziell wohne ich hier, ja. Also so eine Fake-Wohnung? Du wohnst zuerst noch in der Art. In der Art Fake-Wohnung, ja. Also ich tue da nicht komplett wohnen. Ich bleib dann trotzdem weiterhin hier. Mit einem Jobcenter, da lohnt es sich tatsächlich, so dämlich es ist, mehr eine Zweitwohnung anzumieten und eine eigene Bedarfsgemeinschaft zu machen, als wie wenn man jetzt zu zweit in einer Wohnung wohnt. Weil wenn die Lea sich jetzt eine eigene Wohnung anmietet, ist es auf dem offiziellen Wege so, dass das Amt denkt, sie wohnt da alleine, sie muss alleine einkaufen, alleine essen und trinken holen. Und dann kommt sie in den Regelsatz und ich auch. Und so haben wir dann quasi zweimal. Hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jobcenter oder nicht? Nee, ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jobcenter. Das war ein Bad mit Fenster. Glaubst du, du bekommst einfach so eine Wohnung ohne Job? Ja, ich bekomme einfach so eine Wohnung. René geht ja auch nicht arbeiten und bekommt die Wohnung bezahlt. Ich brauche nur eine Wohnung mit Kaltmiete 350. Das ist eine Vorgabe vom Jobcenter. Genau. Das ist leider Gottes eine Vorgabe, wie viel man haben darf. Alleine, zu zweit, zu dritt gibt es immer eine Vorgabe. Wie viel Quadratmeter, wie teuer die sein darf und so. Gibt es immer eine Vorgabe. Ich finde es halt schon irgendwie ein Witz. Eine Person darf 350 Kaltmieter haben. Wie viel dürfen zwei? Zwei doch auch nur 350, oder? Ich glaube 10 Euro weniger sogar. Im Bedingung. Also kannst du nämlich. Du darfst mit einer Person mehr haben als mit zwei. Sieben ist nichts drin, was ich bezahlt bekommen würde. Du kannst auch eine Wohnung in Nidda oder sowas. Das ist sowieso ein Dings. Weil willst du dann letztendlich wohnen? Hatte ich eigentlich nicht vor. Ja, also dann kannst du auch überall im Dings. Es ist so eine Meldeadresse. Ich weiß. Ja. Also dann gönn dir. Dann gönn du dir doch. Ja, ich gönn mir doch. Ja, du gönnst dir mit der Dreizimmerwohnung. Angst davor, dass es auffliegt, habe ich eigentlich nicht, weil die Leute, wo hier wohnen,
die kriegen ja mit, dass Lea hier tagtäglich ein- und ausläuft, also quasi hier wohnt. Deswegen denke ich mal, dass die davon ausgehen, dass es normal ist, dass alles richtig ist so. Also ohne, dass irgendwer irgendwas anschwärzt, kann eigentlich nichts passieren. Die muss ich heute einpacken und dann ab morgen bis Mittwoch die Helping einholen. Er will es jetzt gleich einpacken, Bilder machen. Und dann kann ich ihn morgen direkt mit zur Post nehmen. Wir haben eine Instagram-Seite gemacht, beziehungsweise ich habe eine Instagram-Seite gemacht, wo wir, beziehungsweise ich, dann einfach meine getragenen Socken verkaufen. Das ist die Seite. Da laden wir halt einfach so Bilder von meinen Füßen hoch, von den Socken. Also so. Und dann kommen halt die ganzen Anfragen. 6.772 Follower sind es und ich brauche eigentlich nichts machen. Ich brauche einfach nur diese Bilder hochladen und dann kommen die Follower und die Leute, die kaufen wollen. Die schreiben mich von ganz allein an. Wir kaufen ein Dreier-Vierer-Pack kaufen wir für 2,399 und ein Paar 25 aufwärts. Schon ein bisschen skurril auch, ne? Skurril ist es, ja. Man gewöhnt sich halt daran, auch an den Geruch. Naja, muss man mal drauf kommen auf die Idee, ne? Die hier, die haben wir jetzt zum Beispiel nicht reingestellt. Die sind aber drin, also eigentlich alles, was hier drin ist. Das ist alles. Alles steht drin. Das kostet ein Fünferpack. 3,99 vielleicht. Also kaufen wir 5 Paare für 3,99 ein. Plus die Vakuumbeutel, jetzt gibt man 8-9 Euro, 100 Stück. Briefmarke kostet 1,55, also wenn es hochkommt, gehen wir vielleicht pro Paar, sag ich mal, pauschal 2,50 Euro aus. Und verkaufen sie, je nachdem, nach Tragedauer zwischen 25 und 50, sag ich mal. Und unser Highlight-Monat ist eigentlich bis jetzt Februar. Da haben wir über 3.000 Euro. Und für das Paar, jetzt zum Beispiel 3 Tage getragen, bekomme ich 25 Euro. Ich mache das eigentlich immer so. Ich habe hier das Vakuumiergerät. Hier noch ein. Das lege ich mir hier nebenhin. Und ich muss immer noch Bilder davon machen, von den Socken. So quasi so Tragebilder. Also man kann entweder per PayPal bezahlen, dass man es per PayPal überweist, Freunde und Familie, oder halt per Amazon-Gutschein. Das erste PayPal-Konto ist über mich gelaufen und das zweite PayPal-Konto, also das jetzige, das läuft über René seiner Mutter. Ich habe eigentlich keine Angst, dass es auffliegt, was wir da machen. Weil ich weiß, dass niemand irgendwie, also von den Leuten, die das wissen, dass ich das mache, wird das niemand selber auffliegen lassen. Da brauche ich keine Angst haben. Und dann beeile ich mich immer. Ich hatte die jetzt auch wirklich konstant 4 Tage an. Dann mache ich die einfach da rein, dann das Ding zieht dann die Luft hier raus. Und so bleiben die dann auch so, wie ich sie ausgezogen habe, sprich nass. Auch mit dem Geruch. Ich kriege sie quasi so, wie sie sie jetzt gerade ausgezogen hat. Genau. 1:1. So, das war's. Mehr ist es nicht.
Gestern ging es total allerdings rot auf der Seite. Ja. Ich war mit einem Kollegen, weiß ich, in Aschaffenburg. Ne? So, dann komme ich, gucke das Handy, sehe ich erst 15 Euro PayPal. Dann sehe ich 30 Euro PayPal. Dann komme ich in Bühne an, sehe ich aber 250 Euro PayPal. Da habe ich die angerufen und gefragt, was ist da los? Ja. Da sagte ich mir, dass da die ganze Zeit Schreibbilder und sowas. Ja, so ein ganz Kranker, der will Socken von mir haben, 4 Tage tragen und Socken von ihm haben, 4 Tage getragen. Und zahlt dafür auch dementsprechend. Ja. 138 Socken. Insgesamt. Also mir ist das eigentlich persönlich egal, was sie mit meinen Socken machen. Ich meine, jeder Mensch hat seinen eigenen Fetisch oder auch nicht. Na, es ist einfach gut, wenn es so Seiten gibt wie meine, dann verschicke ich einfach meine Socken und der Mann ist glücklich. Oder die Frau. Ach so, Schatz. Der eine, der mir gestern diese 250 überwiesen hat. Ja. Der meinte, ja, der will Dings sein Geld zurück, ich darf 50 behalten und 200 will er wieder haben. Jetzt hat er gefragt, ob ich sauer bin. Ich schreibe, ja, bezahlt ist bezahlt, ihr habt es abgemacht, Geld gibt nicht zurück. Dann mach ein Audio. Wir haben das gestern alles komplett abgemacht. Du hast mir die 250 Euro gegeben, beziehungsweise überwiesen. Ja, du hast mir gesagt, du willst es, du hast die ganze Zeit geschrieben und da ist nichts mit, ja, 50 Euro oder 20 Euro kannst du behalten, den Rest will ich zurückhaben. Ich bin nicht so eine. Also mit dem Sockenverkaufen, das mache ich schon seit 8-9 Monaten und hab auch schon mehrere tausend Euro dadurch eingenommen. Wir haben gestern mal so ein bisschen hin und her überlegt und dieser Monat wird wieder so ein guter Monat, wo wir richtig viel Geld haben eigentlich. Ja. Rechne mal aus, was wir überhaupt den Monat jetzt insgesamt haben. Warte, auf PayPal haben wir 320. Plus die 70, weil ich gestern abgebucht habe. 70, dann kommen diese 130 Euro von dem Typ, der meine Socken und deine Socken haben möchte. 60 kriege ich von der Leni noch. 60 von der Leni noch. Wie viel darfst du denn einstecken? 50, 1, 50, 2, 205. Ich bin nochmal 205. Also, wie viel habt ihr jetzt? Mit dem Geld, was auf PayPal ist, 1.405,57 €. Für nichts arbeiten, das ist schon ganz schön viel Geld, ne? Ja, wir arbeiten ja dafür. Also wir machen was dafür. Gewissermaßen ist es ja arbeiten, aber auch irgendwie nicht. Ich ziehe Socken an, Schuhe an. Ja gut, aber dafür musst du da auch permanent auf der Seite schreiben, Antworten gucken, dass die Seite läuft. Ja. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich von der Instagram-Seite, sag mal, Geld beziehe und dann noch vom Amt Geld beziehe, weil das ist ja, sag mal, kein offizielles Geld. Lass die Seite mal anmelden, versteuern alles. Warum? Dann kommen die Versandkosten. Wenn du, wir melden dann quasi eine Firma an. Ja. So, und dann bist du, diese Firma ist wie eine neue Person. Ja. Dann kannst auf die Firma, kannst du ja ein Auto kaufen und so weiter. Kannst du ein Handy, Firmenhandy quasi. Mhm. Das kannst du alles versteuern. Kriegst du alles billiger. Ich will es als Gewerbe anmelden, die Seite. Wenn wir dann den ganzen Einkauf, Versand und sowas noch aussetzen können. Dadurch werde ich auch noch mal Plus machen. Mit Firmenhandys und keine Ahnung was. Überhaupt nicht. Die Einkäufe kommen ja alles über PayPal. Und das, was über Amazon kommt, davon weiß keiner. Ja. Ja. Das heißt, es wird nur das versteuert, was über PayPal kommt. Und 10.000 darf man verdienen als Firma, ohne dafür groß Steuern zahlen zu müssen. Bevor wir an die 10.000 kommen, machen wir gerade noch eine zweite. Dann sind es 20.000. Im dritten PayPal noch 30.000. Machen wir 2 oder 3 Firmen.
Also ich habe schon verstanden, dass er ein Gewerbe anmelden möchte. Aber wie der das dann da alles schlussendlich machen will, das erfahre ich dann, wenn es gemacht ist. Dann mache ich eine Firma für meinen rechten Fuß und für meinen linken Fuß, oder was? Mir ist doch scheißegal. Er kennt halt die Schlupflöcher. Woher auch immer. Aber irgendeins findet er immer. Ich gehe nicht arbeiten. Ich sag mir, für den Mindestlohn lohnt sich das nicht. Ich beschwere mich aber auch nicht, dass es vom Amt zu wenig ist. Und gucke, dass ich mich auf anderen Wege finanziere halt. Der Fernseher ist kaputt gegangen, der hat einen Bildschirmschaden. Ich habe auch mit meinem Vater telefoniert, der hat gesagt, das ist ein Ding, die Elektronik hat einen Schaden. Und reparieren kostet weit mehr als ein neuer. Ich habe schon mal raus und umgestellt. Wir haben eine Problem. Ach, oder können wir nicht mitnehmen? Der ist zu groß. Servus. Servus. Deine Mama muss anrufen, zu rufen, wenn ich was bin. Ja. Du musst raus dann. Dann schimmel, wie kriegen wir vor? Hä? Wie kriegen wir vor? Ja, mit dem Taxi können wir das fahren. Ja, auf die 5 Euro geschissen. Dann ruf mal Taxi über den Hand. Dann brauchen wir nicht lang rumdiskutieren oder so. Oder betteln, dass jemand fährt. Da wir niemanden haben, der uns den Fernseher vorfahren könnte, rufe ich das Taxi an, schmeiße mir den Fernseher hinten ins Taxi rein. Und dann darf der mal ein bisschen spazieren fahren. Und wir fahren dann alle mit dem Roller vor. Der hilft uns. Ja, auf die 5 Euro geschissen. Ja, das kostet nur 5 Euro. Es ist mir schon wichtig, dass wir 2 Fernseher haben. Das ist einfach besser. Weil ich habe im Wohnzimmer momentan keinen, der René hat seinen. Und da stehe ich da dumm und kann nichts machen. Das ist besser, wenn wir 2 haben. Ja, hier. Dann nimm mal das Geld. Das sind 300. Dann bring das direkt mal rein. Dann haben wir das weg, weißt du? Ich bin froh, dass wir uns sowas leisten können, ja, sonst hätten wir echt ein Problem. Ah, Taxi. Nee, mit normalem Hartz-IV-Satz kann man sich sowas eigentlich auch nicht leisten. Nee, nur der Fernseher, wir fahren mit Roller hinterher. Stadtfahrt, 15 Euro. Ja, das ist nicht so teuer. So, stell mal auf, erstmal hier hin. Was hast du gesagt? Machst du 15. Im Monat geben wir locker über 1000 Euro aus. Das kommt rein und geht auch genauso schnell quasi wieder raus. Ein Drama, das Ding hoch war. Also ja, ihr. Hast du Schlüssel? Ja. Das Kleine, den mag ich nicht. Was ist mit dem Fernseher los? Der ist zu klein. Der ist kleiner. Der ist 2 oder 3 cm kleiner. Aber der Fuß stört mich auch. Die gefallen mir besser. Also ich finde, ein großer Fernseher ist einfach besser wie jetzt ein kleiner Fernseher. Ja, da sieht man einfach besser und vor allem der Abstand zwischen dem Fernseher und der Couch ist halt doch schon ein bisschen was, wenn ich dann abends auf der Couch sitze und meine Brille auch nicht anhabe, da ist es dann doch besser mit einem größeren Fernseher, sonst sehe ich nichts. Es läuft alles ganz gechillt, wir haben das, was wir brauchen, so zum Leben. So, noch ein bisschen Luxus und Gutes, aber kein Stress. Hallo. Hallo, komm rein. Den Fernseher haben wir jetzt auch neu.
Der andere, den wir vorher hatten, der steht jetzt drüben im Zockerzimmer. Okay, und jetzt den Fernseher, der ist neu, was hat er gekostet? Der neue Fernseher hat 400 Euro gekostet. Und ich meine, für 55 Zoll kann man da eigentlich nichts sagen. Das ist der Preis vollkommen okay. Was habt ihr jetzt für zwei Fernseher innerhalb von 2 Wochen 700 Euro ausgegeben? Kann man so sagen, dass wir für zwei Fernseher 700 Euro ausgegeben haben innerhalb von 2 Wochen? Ja, das wären 2 volle Hartz-IV-Sätze ohne Essen und Trinken, also ohne Einkaufen. Kann sich nicht jeder leisten. Meine Bedarfsgemeinschaft verfügt über ein erhebliches Vermögen. Alles nein, du hast keine Bedarfsgemeinschaft, du hast kein Eigentum, du hast kein aktuelles Guthaben, du hast kein Geld einstecken, du hast gar nichts. Hast du Bargeld? Woher denn? Hm? Wenn ich nichts beziehe, kann ich auch kein Bargeld haben. Von was lebst du? Vom Durchschnorren. Hm? Vom Durchschnorren. Ich habe eigentlich keine Angst, dass es auffliegt, was wir da machen. Wir haben immer Geld. Egal wie. Wir haben immer Geld. Sie hat ja sowieso nicht vor, lange beim Mann zu bleiben. Ja. Sie wollen nur das Geld mitnehmen und sie sucht sich ja zwischenzeitlich schon Arbeit. Geht dann die Nachzahlung vom Amt, die Erstausstattung vom Amt und so weiter. Arbeitseinkommen hast du nicht. Wie, Arbeitseinkommen hat sie nicht? Ja, sie geht nicht arbeiten. Also ich war nicht angemeldet. Also hat sie kein Einkommen, also kein laufendes Einkommen. Es geht nur darum, was sie jetzt momentan bekommt. Und da sie momentan nicht arbeiten geht, kriegt sie auch kein Einkommen. Was mit deinem Insta-Account? Das ist ja noch nicht offiziell. Und da läuft ja alles von der Freundin und Familie. Also die Leute schenken ihr Geld. Offiziell habe ich kein Einkommen, weil ich bekomme kein Hartz IV, ich bekomme kein Kindergeld, kein Unterhalt und kein Unterhaltsvorschuss. Offiziell bin ich komplett pleite. Nicht BAföG bekommst du nicht. Laufende Einnahmen hast du auch nicht. Mit der Insta-Seite, das muss ja keiner wissen. Ich meine, so, das ist ja auch nicht sowas, was mir jetzt draußen auf der Straße rumrollt. Ja, und dann muss ich sowas auch nicht angeben. Und eigentlich hat Lea ihren Teil, was sie ausgefüllt hat, zu 100% war sie mir jetzt ausgefüllt. Den Rest habe ich ja gemacht. Na, ihr habt ja Einnahmen, ne? Ist das jetzt, wie würdet ihr das jetzt bezeichnen, das nicht anzugeben? Das PayPal läuft nicht auf unserem Namen. Also ist es ja nicht unser Einkommen. Es sind keine Käufe, die da getätigt werden, sondern es wird als Freund und Familie gesendet. Das heißt, die Leute bekommen, also der Person, der das PayPal gehört, die bekommt Geld geschenkt. Also wir haben kein Einkommen. Ja, aber er verfügt darüber. Ja, das ist ja wieder was anderes. Wir bekommen das Geld dann auch geschenkt. Das ist ja aber einmalig und 150 Euro sind immer frei. Hast du Kontoauszüge? Lückenlos von den letzten 3 Monaten, ja. Irgendwo habe ich noch Kontoauszüge. Aber ich weiß nicht wo. Doch, hier, 8.5. Ach, reicht doch, oder? Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich einfach sagen, es gibt keine Kontoauszüge von mir. Das ist mein Konto. Es hat keinen irgendwas anzugeben, was auf meinem Konto läuft. Ich bin der René, ich bin 21 Jahre alt und beziehe aktuell Hartz IV vom Jobcenter und habe im Monat 360 Euro zum Leben. Ich bin die Lea, bin 18 Jahre alt und lebe von 220 Euro, die der Papa mir monatlich an Unterhalt zahlen tut.
wir finden, dass sich Arbeiten für Mindestlohn nicht lohnt und wir können es auch auf anderem Wege finanzieren. Wieso soll ich morgens um 6 oder 7 aufstehen, arbeiten gehen und abends nach Hause kommen, wenn ich genauso gut aufschlafen kann und genauso viel habe wie der ich kaputt mache? Also jetzt ein Job mit einer 40-Stunden-Woche, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Ich mag sowas einfach nicht, wie man, sag mal, den Körper kaputt macht mit Arbeiten. War ein Briefkasten. Was sind die anderen Socken? Ich muss die erst auf Insta stellen. Ja, dann mach gleich Fotos dran. Das sind Kindersocken. Du gehst, glaubst auch gar nicht, wie gut die weggehen, Alter. Für das Paar jetzt zum Beispiel 3 Tage getragen, bekomme ich 25 Euro. Unser Highlight-Monat ist eigentlich bis jetzt Februar. Da haben wir über 3.000 Euro. Offiziell habe ich kein Einkommen, weil ich bekomme kein Hartz IV, ich bekomme kein Kindergeld, kein Unterhalt und kein Unterhaltsvorschuss. Offiziell bin ich komplett pleite. Ich habe jetzt die ganzen Bilder ausgewählt und jetzt mache ich die einfach bei mir in Insta in meine Story. Meine Kunden bzw. meine ganzen Follower sehen dann hier in meiner Story, sehen die ganzen Bilder von den neuen Socken. Das hier haben schon fast 500 Leute gesehen, das hier über 500. So ist es schon zeitaufwendig. Weil du musst ja teilweise, musst ja 24/7 musst am Handy sitzen und die ganze Zeit schreiben und schreiben, weil es ist ja nicht nur einer, der schreibt, es sind ja mehrere. Ja? Sprich, du kannst spülen und tust dabei nebenbei schreiben und verdienst halt dein Geld. Der ganze Pack hat um die 16 Euro gekostet. Und pro Paar 3 Tage getragen 25 Euro oder mehr. Das ist diese andere Gewinnspanne. Da fällt ein bisschen Geld an, da fällt ein bisschen Geld an. Und sammelt sich halt. Er hat halt gefragt, wo ich momentan bin. Da habe ich gesagt, ja, mal da, mal da. Das hat mir eigentlich nicht viel ausgemacht. Da sage ich mal nicht die komplette Wahrheit zu sagen. Meine Bedarfsgemeinschaft verfügt über ein erhebliches Vermögen. Alles nein, du hast keine Bedarfsgemeinschaft, du hast kein Eigentum, du hast kein aktuelles Guthaben, du hast kein nichts. Geld einstecken, du hast gar nichts. Er hat gefragt, was zwei Paar getragen 3 Tage kosten. Ja, mach 40. 50? 50 sind normale Preise, 40 reicht. So kaufen die Leute eher. Du machst es schon. Wir fahren. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ja. Haben die einzigen hier? Hier, ja. Die anderen sind vorne bei meiner Mama. Wie viele sind bei deiner Mama? Hä? Wie viele sind da? Drei sind safe da. Der vierte müsste oben noch dran sein. Ah ja. Wir fahren jetzt zum fahren mein Leergut weg von hier. Und dann fahren wir fort zu meiner Mom und fahren da noch sehr gut weg. Ja, mein Aufwand ist eigentlich nur, ich muss hier ein Haus weiter.
gehen, da kann ich leer wegfahren. Das sind aber meistens so Bierflaschen, das heißt, lohnt sich nicht so. Zu meiner Mutter fahren, da ist man wegfahren. Also viel Aufwand ist es eigentlich nicht. Ich sag mal so, komischerweise, bei mir in der Familie, die sind alle Hartz IV fast, aber keiner hat Geldprobleme. Also sind Ende des Monats immer so, keine Ahnung, 500, 600 Euro noch übrig. So, Freddy, wir haben die Pfandzettel noch nicht abgegeben. Das ist der von vorhin, den hatte ich noch. Und das ist der von jetzt. Also wenn es wenig Pfand ist in einem Monat, machen wir damit 150 ungefähr. Ne? Und wenn es viel ist, wirklich viel anfällt und nicht überall, alles komplett weg war um die 300 Maximum. So. Kannst du mal zusammenrechnen. 87,45 Euro. Mein Schatz. Viel. Das ist jetzt das Geld, was auf PayPal drauf war. Also die Einnahmen von gestern. Was wäre denn, wenn du nur von diesen 485 Euro leben müsstest? Wenn ich nur von den 485 Euro mit der Lehre leben müsste und mir einkaufen und alles bezahlen müssten, schätze ich mal, wäre so Mitte des Monats die Luft raus. Sollte ich dann ein schlechtes Gewissen haben? Es gibt so viele Leute, die es nicht auf dem geraden Weg machen. Na, und ich sag mal, so. Ja, weiß ich nicht, wie soll ich sagen. Du musst ja schon ein bisschen Tricks und Betrügen machen und tun, dass du überhaupt irgendwie irgendwas hast. So, Deutschland ist ein reiches Land und fertig. Was ist denn los mit deinem Hartz IV-Antrag, Lea? Dings, ich habe hier den Antrag gestellt und war aber noch in Lauterbach beim Amt gemeldet. Deswegen kann ich hier den Antrag nicht weiterlaufen lassen, beziehungsweise weiter bearbeiten lassen, weil ich sonst bei zwei Ämtern gemeldet bin. Für Caritas, was brauche ich dann noch? Nur dein Personalausweis, die Papiere schon vorbereitet. Du musst ein Perso mitbringen, dass sie sieht, dass du bist. Und dann brauchst du nur unterschreiben. Also nur unterschreiben? Mhm. Wo sind Sie gemeldet? Hier, jetzt bei der Caritas. Den Zettel habe ich auch dabei. Danke. Dankeschön. Die Mama hat von ihrer Bearbeiterin hat einen Anruf gekriegt. Und wegen Verdacht auf Sozialbetrug, weil ich ja bei der Mama noch gemeldet bin, weil ich bei der Mama in der Bedarfsgemeinschaft drin bin. Die Bearbeiterin meinte, das muss sie an die Polizei weitergeben,
Wegen dem Verdacht auf Sozialbetrug. Wusstest du nicht, dass du dich da bei Mama erst abmelden musst? Oder was ist da so die... Wie kam es dazu? Daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Dass ich mich vorher bei der Mama komplett abmelden muss. Auch da beim Jobcenter abmelden muss. Ich wüsste selber nicht, wie es weitergehen soll. Also, ich habe auch keine Idee oder sonst was. So, bis jetzt ist es gut gelaufen, jetzt läuft es aber nicht mehr gut. Also müssen wir gucken, Arbeit. Deswegen einfach Arbeit suchen. Schauen Sie uns gucken. Mhm. Ja. Du willst mir immer den Moralapostel spielen mit mach das, mach das, mach das. Ich habe dir schon oft genug gesagt, du sollst Arbeit suchen, Ausbildung suchen, keine Ahnung was, damit es keine Lücke im Lebenslauf hat. Sieht es aber nicht ein. Mhm. Ich pump dir in dem Sinn an, weil es nicht einsieht, den Arsch hochzukriegen. Und ich die ganze Zeit schon sage, du brauchst keine Lücke im Lebenslauf, geh da einfach Ausbildung machen. Und. Ja. Man sieht es halt irgendwie nicht ein. So, mit mir vergleichen sollen sie sich ja nicht. Warum machst du das nicht? Warum machst du das nicht? Arbeit suchen und so. Ich hab die Lücke im Lebenslauf schon. Ich hab damals zwei Spiele abgebrochen und dann viel Scheiße gebaut. Und immer gesagt, ja, nächste Woche, ja, morgen. Und das Morgen ist jetzt 4 Jahre her. Wie lange sitzt du jetzt schon daheim? Februar. Und was war damals, wo du die Schule abgebrochen hast? Wie lange hast du da daheim gesessen, bevor du den Arsch hochgekriegt hast? Ein halbes Jahr. Ja. Kriegst du deinen Schädel rein, dass es Lücken im Lebenslauf sind? Ja. Was willst du deinem nächsten Chef sagen, warum es so lange gedauert hat? Ist gefunden? Mhm. Frisch aus der Schule raus, kannst Ausbildung anfangen, sind genug da, du willst ins Büro, in ein Büro oder sowas gehen, da hast du nichts gefunden. Ich finde, eine Ausbildung lohnt sich bei mir nicht, weil ich halt dann auch wieder in die Schule muss. Und ich war jetzt 10,5 Jahre in der Schule und ich habe einfach keinen Lust mehr darauf. Warum reagierst du jetzt so? Weil er recht hat, oder? Weil er immer so mit mir redet. Als wäre ich so ein dummes, kleines Kind. René, warum gehst du jetzt so an? Weil du dir Sorgen machst, oder warum? Nein, die soll nur ihr Leben nicht wegschmeißen. Die soll keine Lücke im Lebenslauf haben. Die soll einfach arbeiten gehen und gut ist. Wie ein normaler Mensch. Und es wird ja nicht leichter, Arbeit zu finden. Nino? Ja. So. Nee, nein. Wir ziehen jetzt nicht wieder Nino mit rein. Nein. So, wir haben beide eine Lücke im Lebenslauf, ne? Ja. Wenn du jetzt zum nächsten Chef gehst, ja. Wo du Arbeit suchst, ja. Was sagst du dem dann, was du die letzten 1,5 Jahre gemacht hast? Was willst du denn da sagen? Hm? Willst du sagen, kannst sagen, hast du bemüht? Ja, 1,5 Jahre lang? Ja. Oder ein Jahr lang? Kommt drauf an, bei wem du landest. Hm? Kommt drauf an, bei wem du landest. Dein ganz normaler Chef? Nee, da hast du keine guten Chancen. Ihr seht nicht ein, dass ihr trotzdem faul seid. Doch. Dass ihr mehr machen könntet. Ich habe eingesehen, dass ich faul bin. Ich habe eingesehen, dass ich keinen Bock habe. Aber trotzdem, du willst ja noch nicht mal irgendwo anrufen. Weißt du, dass ich recht habe? Kannst du nicht sagen, ne? Ich weiß, dass sie die Wahrheit sagen. Das ist mir aber auch egal. Weil sie im Endeffekt nicht viel mehr machen als ich. Was machen die denn?